Willi, ich muss dir was sagen. Ich bin schwanger. Als Fee erfuhr, dass ihre Mutter ein Kind von ihrem neuen Freund erwartet, brach für sie eine Welt zusammen. Ole steckt in der Krise. Ole hatte die DVD geklaut und mich und meinen Vater damit erpresst. Was für ein gemeines Schwein. Nach der Geschichte mit Fabian will Milena nichts mehr von ihm wissen. Hau bloß ab, du Bazille. Und weil sein Vater Steuern hinterzogen hatte, wurde Oles Konto gesperrt. Keine Auszahlung möglich? Oh, Scheiße! Was ist? Hast du noch Lust auf ein paar Körbe? Nee, ich muss nach Hause zu meinem Vater. Wegen der Urteilsverkündung. Hey, Putenweg, das ist meiner. Hey, Ole, cooles Teil. Piss dich. Was glaubst du, was er bekommt? Keine Ahnung, ich erreiche ihn nicht. Bewährung, Bußgeld, vielleicht sogar eine Haftstrafe. Echt? Bei Steuerhinterziehung wird man so hart rangenommen? Na, Ole? Verpiss dich, Stasi. Nichts ist mehr so, wie es mal war. Mein Vater hat so viel Geld, da träumst du nur von. Was hat das zu bedeuten? Warum ruft Papa mich nicht zurück? Mein Vater ist wohl noch bei eurem Anwalt, kommt her. Das ging jetzt alles sehr schnell. Ins Gefängnis muss er zwar nicht, aber er wollte es dir eigentlich selbst sagen. Was? Die Villa ist verkauft. Er hat jetzt sehr viel Schulden. Hey, seien Sie vorsichtig, ja? Du meinst die Steuerschulden? Ja. Ich weiß das alles nur von eurem Anwalt. Eine schnelle Einigung vor Gericht, das war wohl die beste Lösung. Ich soll dir sagen, dass euer gesamtes Vermögen eingefroren ist. Aber... Ihr müsst jetzt ganz von vorne anfangen. Wegen dem bisschen Steuerhinterziehung? 2 Millionen, Ole. Das ist kein Kavaliersdelikt. Und die Strafe kommt ja noch dazu. Ihr kommt schon wieder auf die Beine, irgendwie. Irgendwo. Das hat mir dein Vater fest versprochen. Und du? Wenn dein Vater aus den Schulden raus ist, ziehe ich wieder bei euch ein. Aber das dauert wohl seine Zeit. Und was wird aus mir? Sie konnten wenigstens verhindern, dass du Einstein verlassen musst. Das ist doch toll, oder? Ganz toll. Hat er gesagt, ob mein Taschengeld weiterläuft und so. Du wirst dich wohl etwas einschränken müssen. Dein Konto ist auf null. Das war's. Wir brauchen die Sessel. Wann triffst du dich eigentlich mit deiner Mutter? Heute Abend. Aber eigentlich habe ich darauf gar keinen Bock. Vielleicht ist ihr neuer Freund ja ganz nett. Ist mir egal. Ist die Familie erst mal am Ende? Muss man sehen, wo man bleibt? Genau. Am besten ganz weit weg. Ich bin doch sowieso noch das 5. Rad am Wagen. Mensch, Fee, das ist doch gar nicht gesagt. Wichtig ist, was du willst. Schalt mal ein. Also hier steht, die Lampe leuchtet und die Magnetlampe wird abgelenkt. Super, Fee. Du schaffst einfach alles. Willst du nicht dran gehen? Mein Vater. Der will bestimmt nur wissen, ob ich am Wochenende nach Hause komme. Besser, ich spreche nicht mit ihm. Wie gesagt, bei uns bist du jederzeit willkommen. Hey Fabian, guck dir das mal an. Zeig mal. 2 Millionen Steuerschulden. Aus diesem Grund wurde das gesamte Weilandvermögen eingefroren. Arme Ole. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mensch, Ole, Gratulation. Dein Vater ist wieder ein freier Mann. Das ist doch das Wichtigste. Halt die Fresse. Die Presse nervt so, aber ein bisschen Publicity hat uns noch nie geschadet. Ah ja? Und wie geht's deinem Vater jetzt? Super. An sowas lässt er sich nicht unterkriegen. Und ich mich auch nicht.
Hey Ole, schön, dass du da bist. Ich habe mir für heute Folgendes überlegt. Du spielst einen Clown, der auf der Straße Leute pantomimisch nachmacht. Und ich bin einer der Passanten. Ein Clown? Ja, warum nicht? Hast du den Artikel über meinen Vater noch nicht gelesen? Nö, was steht denn da drin? Wir sind pleite. Ach Quatsch. Du hast doch selber gesagt, dass hier... Ja! Da wusste ich auch noch nicht, wie es wirklich aussieht. Die finden jeden Cent. Die haben gerade unser ganzes Haus leer geräumt. Shit. Das Lee-Strasberg-Seminar, das kann ich mir abschminken. Und wenn schon. Es gibt staatliche Schauspielausbildungen. Die kosten gar nichts. Ja, und deswegen bewerben sich da auch jedes Jahr Tausende. Na und, wenn du gut bist, dann nehmen sie dich auch. Hey, Schauspieler zu werden ist doch keine Frage des Geldes. Sean Connery hat Milch ausgefahren, bevor er entdeckt wurde. Ja, das könnte ich auch mal probieren. Im Ernst. Wenn man einen Traum hat, dann gibt es nur zwei Dinge, die man tun muss. Erstens ganz doll dran glauben und zweitens ganz doll dafür arbeiten. Und genau das machen wir jetzt. Hey, was geht? Hast du einen Hörschaden? Das mir wird niemals ein Schauspieler. Wer sagt das? Ich. Ach so. Was soll das denn heißen? Du kannst das nicht beurteilen. Netter Versuch. Übrigens, die Kohle für die Kamera, die ich dir geliehen habe. Kriegst du, sobald ich schlüssig bin. Nein, ich würde sagen, geschenkt. Ich brauch's nicht. Und ich brauche keine Almosen, klar? Hey, es war ja nicht so gemeint. Ich meine, du hast mir auch geholfen, als es mir dreckig ging. Wir sind doch Freunde. Danke. Über Geld habe ich überhaupt noch nie nachgedacht. Das war einfach da. Scheiße. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich die Kohle fürs Benzin herkriege. Ich habe noch ein bisschen was auf Kante. Aber das löst nicht das Problem. Da bleibt wohl nur noch eins. Du musst dir einen Job suchen. Das hat Marie-Louise auch schon gesagt. Na also, worauf wartest du? Okay, du hast recht. Ich suche mir was.